Hallo Kinder, schön euch zu sehen. Ich bin's, der Colin, Colin Kleff. Und heute bin ich mal hier in dem wunderschönen Wald. Hä? Moment mal. Da liegt Plastik rum. Oh, gar nicht gut. Ich bringe das mal kurz in den Mülleimer, ja? Ich bin gleich wieder da. Ruff, ruff. Colin? Colin? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich hab ihn doch eben bellen hören. Na, so. Colin? Colin! Oh, Moment mal. Da fliegt Plastik rum, gar nicht gut. Hey, du da! Du da! Hey, du kannst doch nicht hier den Plastik rumliegen lassen. Das gehört in die Mülltonne. Danke. So. Ja, manchmal vergessen die Leute das. Das ist nicht so gut, ne? Baum? Hey, hallo! Hallo Colin, schön dich zu sehen. Hallo Baum. Schau mal, ich hab dir was mitgebracht. Hier. Eine Birne. Die ist ja hübsch. Nein, 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 das ist keine Birne, das ist ein Radio. Ein Radio? Wirklich? Ja, ein ökologisch abbaubares Radio. Wow. Also, wenn es ein Radio ist, dann macht es bestimmt auch Musik, oder? Ja. Ah, dieses Radio kann herrlich dudeln. Oh, das ist gut. Ich mag nämlich Musik, wisst ihr? Ja, ich. Oh nein, oh nein. Oh nein, jetzt fängt das schon wieder an. Kannst du mal bitte kratzen? Was meinst du? Meine Blätter, sie jucken. Na gut. So? Ja. Oh, tut das gut. Oh, wie das juckt. Oh, danke, Colin. Moment mal, ich glaube, du hast Blattläuse. Was? Ja, ich habe kleine Blattläuschen auf deinen Blättern gesehen. Nein, ich habe doch keine Blattläuse. Nein, ich hatte noch nie Blattläuse. Hey Baum, das ist doch gar nichts Schlimmes. Das kann jeder mal bekommen. Außerdem hast du Glück. Marienkäfer lieben Blattläuse. Du brauchst nur welche zu fragen. Sie fressen sie einfach auf. Wirklich? Ja, wusstest du das nicht? Nein, nein, das wusste ich nicht. Aber ich hatte ja auch noch nie Blattläuse. Na gut, dann werde ich mal die Marienkäfer fragen. Mach das. Und danke für dieses interessante Radio. Ja, gern geschehen. Marienkäfer, wo seid ihr? Tschüss, Baum. Und, oh, ich habe ganz vergessen zu fragen, wie das Radio funktioniert. Naja, das finde ich bestimmt selber raus. Ich muss wahrscheinlich nur hier drauf drücken, so vielleicht, so. Nee, das war, glaube ich, falsch. Dann vielleicht hier. Nein, auch nicht. Dann vielleicht hier. Oh, vielleicht auf das rote Herz, da. Hallo. Ich bin dein neues Radio. Schön, dich kennenzulernen. Hallo Radio. Du kannst ja sogar sprechen. Ja, kann ich. Das ist ja toll. Du, der Baum hat gesagt, du kannst auch Musik machen. Ja, ich kann dudeln. Dudel, 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 die, dudel, 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 da, dudel, 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 die, dudel, da. Doodle 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 dee, doodle 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 da, doodle da, doodle da, doodle da, doodle da, doodle deedle doodle deedle doodle da, doodle da, doodle da, doodle deedle doodle doodle da. Das war gar nicht schlecht. Ich kann auch ein La. Ein La? Ja. Ein La? Ist das eher was ruhigeres? Ja. La 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 la. Oh, ich glaube, das ist jetzt gar nicht gut. Dann schlafe ich gleich ein. Das machst du lieber heute Abend, wenn ich müde bin. Heute ist ja mein Überraschungstag und Freunde kommen mich besuchen. Da will ich doch nicht einschlafen. Ja, natürlich. Weißt du was? Ich bring dich in mein Versteck. Wisst ihr, Kinder, ich habe einen Lieblingsbusch.
Da verstecke ich all meine Lieblingssachen. Mein Lieblingsstock, mein Lieblingsstein. Und du bist jetzt meine Lieblingsbirne. Ich bin ein Radio. Radio. Kommst du mit? Ja, gerne. Prima, hier lang. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße